Hallo, herzlich willkommen hier in Lichterfeld. Mein Name ist Max, ich begrüße Sie recht herzlich mit einem Glück auf. Ja, Sie sehen hier eine Abraumförderbrücke. Wir nennen sie auch den liegenden Eiffelturm der Lausitz, 502 Meter lang und die höchste Stelle 74 Meter. Also der See, der wird in den nächsten Jahren ein kleines Naherholungsgebiet werden mit Infrastruktur, das heißt, es werden gastronomische Einrichtungen entstehen. Ein schwimmendes Haus wird entstehen, Bungalowsiedlungen, Campingplätze, Radwanderwege, Fahrradwege. Unser See hier ist einmalig, denn wir stehen natürlich mit der Förderbrücke im Mittelpunkt hier. Das ist die größte, beweglichste Arbeitsmaschine der Welt. Die dient einer wunderbaren Kulisse für Fotos, Veranstaltungen. Und da sind wir auch stolz drauf.